like night into morning. I miss the open air, the going anywhere, riding with you, like we used to. Guess I'm better off alone, never know when I'll get home, but I know that home's where the heart is. Guess I'm better off this way, moving to better days, but I know that home's where the heart is.
Lordi, hast du ein Ohrwurm? Ich hab grad die Zähne um mich und du hörst einfach nur Lordi summen. Schön, guten Abend, da sind wir. Kobi, vielen Dank für dein Raid, für dich gedrückt. Wir haben noch ein Plätzchen frei bei uns im Zombie-Kloppen und Snow ist auch da im Chat. Tschüss, schönen guten Abend, ihr lieben Verrückten. Und im Discord, unsere Snow. Tüdelü. Tüdelü. Und unser dauerverfressener Dauermagen, wie hieß das, Lordi? Tü. Endlosmagen. Endlosmagen, danke. Und die verrückte Grünschnitt-Tante ist auch da. Mensch, schönen guten Abend, diese Tü. Wiggle, wiggle, wiggle. Du, 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 du. Wann spielst du mal Palworld, Snow? May. Weil ich gerade den Namen Snow gelesen habe. Ach, schön. Großartig. Kobi, machst du mit einer Runde Zombie-Klatschen? Noch haben wir ein Plätzchen frei. Wenn's du magst. Ja, nein, vielleicht. Kreuz an, schieb einen Zettel unter die Tür durch. Wieso sind diese Wiggle-Emotes bei mir im Chat alle gleich? Aber in deiner Chat-Dingens da im Stream selber sind die alle nicht gleich. Kannst du nicht beantworten? Keine Ahnung. Warum? Die ist mir schon bei so vielen Emotes aufgefallen, tatsächlich. Ich meine, die ersten zwei sind ja noch gleich, aber dann kommt Mel's Wiggle und der denkt so, nee, ich bin besonders. Müsst du nur noch schnell was essen. Na, dann fangen wir schon an und du stößt dann einfach dazu, Kobi. Stellt einer von euch um oder soll ich umstellen? Ich muss bloß auf den Namen nochmal gucken. Wollte ich gleich eigentlich auf den zweiten Bildschirm schieben und dann Palworld starten. Sehr schön. Starte durch, Mel. Sag uns Bescheid, wie dir gefällt. Dankeschön, Snow. Bin wieder super vorbereitet hier. Ballpapa, da. Komm, wir haben Puppe. Ihr Gesundheit. Heute lasse ich die Musik an, ich bin jetzt zu faul. Nochmal um zu tapsen. So, seid ihr bereit? Manu, Manu, du. Ich sehe das ja. Was. Er sucht noch was. Eine Zuckerstange. Ein Panzerratte. Achso, der Panzerratte. Also alles, was ich bis jetzt getestet habe, gefällt mir schon ganz gut. Sehr schön. Und Mate schreibt Lordi! Nein. 100.000 Fuß unter der Erde. Wie viel sind 100.000 Fuß? 3. 3 Meter? Weiß ich nicht. Einfach mal 3. 3. Einfach 3. 3. 3 Dreier am 30. Kennst du? Du hast so eine Chinesin, ne? Oder Thailänderin oder so, kann das sein? Weiß ich nicht. Was? Und hier, meine Damen und Herren, habt ihr die schlumpianische, lordianische Tetris-Musik-Variante gehört? 100.000 Fuß sind 3,048 Kilometer. So tief. Ich hatte recht. 3. 3. So, Kinders, jetzt mal Butter bei der Fische. Liebe Snow und lieber Lordi, wie macht sich euer Konsolen-Noob auf dem Computer seit Wochen? Eigentlich ganz gut, oder? Auch ein blindes Huhn trinkt mal einen Korn. Trinkt? Okay, hinauswerfen da, sperren. Lordi, wie kann ein Huhn einen Korn trinken? Und wenn ich einmal traurig bin, trinke ich einen Korn. Lord, Dankeschön fürs Abo von LS Chris Bayer. Ich glaube, da fehlt ein I. Hast du gehört, Lordi? Ja, hab gehört, Peter Schuhn. Achso, okay.
Dü. Wie weit ich bist du? Ich bin übrigens so weit. Ja. Hallo Wand, bist du so weit? Leute. So, ich opiere mir jetzt die letzten Rosendorn. Ach, operier aus den Fingern und dann starte ich der Gerät, okay. Die eine hat immer Metallsplitter in den Fingern, die andere hat jetzt Rosendorn drin. Und opiert. Ja. Kinders, wenn die Musik zu anstrengend ist bei den Knallerballer-Spiel, die im Hintergrund läuft, sagt bitte Bescheid, dann mache ich die aus. Bei mich stört sie jetzt erstmal nicht. Wenn sie euch stört, bitte Bescheid sagen. Dann wird bei Spotify der Stecker gezogen. Der Trigger. Ich das immer so auf russische Akzent. Ich habe Rosen abgeschnitten und hat Aua gemacht. Da und da. Agatha. Agatha Christie. Aber Mel, ich glaube, du hast da auch noch eine Verletzung. Ja toll, ich komme aus dem Wasser raus, aus der Plörre. Super. Aua, Metall war auch nicht gerade angenehm. Oh. Und Snow steht auf wie ein junger Gott. Finde ich gut. So. Oh, Ausrüstungswerkstatt. Ganz kurz, wir sind aus dem Wasser geklettert. Wieso sind wir dann so weit weg vom Wasser? Ich muss sagen, mich stört selber die Musik. Ich hab's nochmal ausgemacht. Mich hat's selber gestört. So. Tschüss, Snow! Warum sind hier so dunkel? Weiß ich nicht, ich suche gerade die Medikits. Was haben wir letztens noch gelernt, Snow? Auch im Startgebiet kann diese Kackhand überall rumkrabbeln. Ja. Snow, ich sehe aus, als hätte ich mit einem Rudel Tiger gekämpft. Dann hättest du aber keine Stacheln in dir. Dann hättest du andere Sachen. Keine Arme. Keine Beine. Fallen. Wollen. Krallen. Ach, krallen. Also, langsam Ruhe, wird's echt. Ruhe. Ich schweig langsam still. Ich hab die Metz jetzt hier gewonnen. Gefunden, nicht jetzt. Gewonnen. Jetzt reicht's, du kriegst bald echt ein Hörgerät. Du warst mal schon wieder komplett kirre, ne? Jetzt wäre es meine Schuld, oder was? Weil, als du eben nicht mitgekriegt, wie wir uns gegenseitig dazwischen gequatscht haben. Ach, schön. Wiggle. Du. Wieso habe ich das Gefühl, dass das Ding da gleich losrollt, da vorne? Also alles wie immer. Opi ist verstreut und alle anderen sind schuld. Wow, Mel. Jetzt noch ein Medkit. Ich suche immer noch die Hand. Geh deinen Balken aus den Finger ziehen und fang an, Palworld zu spielen. Wieso hab ich die Befürchtung, dass dieser Schredder hier gleich losläuft? Wieso hab ich die Befürchtung, dass wir gleich irgendeine Zombie-Armee bekämpfen hier, in dem Bereich noch? Weil da hinten ist so ein Drehdingens da, wo ich abschießen kann. Nö, na doch. Wie sagt's nur immer ein Spieß? So heißt das halt bei uns. Was kann ich denn da dafür? Alle gut. Du bist die Person, die immer damit überfordert ist. Ja, am Anfang. Jetzt weiß ich ja, was du meinst. Dornen sind raus. Ich gehe erstmal eine Kröte mobben. Macht das. Leute, ich möchte auch gerne noch ein paar Gegner sehen, ne? Ich traue mich da halt noch nicht runterzuspringen, falls wir die Hand am Anfang übersehen haben. Ja, theoretisch gesehen kannst du von hier aus nochmal darüber gucken. Teilweise. Aber ich sehe noch nicht rumwickeln. Wickel. Ich würde mich in so einem 3 Kilometer tiefen Schacht sehr unwohl fühlen, tatsächlich, ne? Warum? Nee, es ist nicht meins, Lotti. Ist überhaupt nicht meins, sowas.
Höhe mag er nicht, Tiefe mag er nicht. Wo ist denn Lordi eigentlich? Wollen wir irgendwie mal weiter, oder? Ich nix wissen, diese. Munition, lecker. Warte, in welche Richtung müssen wir offiziell? Offiziell? Sucht die Ladungen. Okay, wir müssen uns hier umschauen. Und in der Zeit suche ich die Hand. Ich höre schon wieder einen Schreier. Was? Armageddon? Aua. Snow, hier bei mir gibt's Gegner. Ah, oh, Armageddon, da habe ich den gesehen, okay. Ich hab die mal neben dir weggeholt. Ein Dude bei dir, Snow? Bis jetzt schon. Da ist noch ein Zombie ohne Kopf, ohne Helm. Oh, ich dachte gerade, die Hand tanzt da oben auf dem Seil. Nee. Hier drin ist es schon unfair, wenn du hier drin jetzt die Hand platziert hättest, ne? Wo bist du? Da. Och, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht! Da ist ein Explosionsding. Der lebt ja noch. Dann halt so. Warum ist es hier so dunkel in dem Level, ey? Moin. Du musst mal durch dein Visier gucken, da sieht's interessant aus, da siehst du ja gefühlt gar nichts. Ui. Ich hab irgendwas gefunden. Hast du irgendwas gefunden? Irgend so eine Termitenladung. Oder wie auch immer das hieß. Termit. Aua! Irgendwo schreien hier doch Zombies, aber da. Hier, ah, da! Bei Snow und mir. Da hier fallen auch ein paar von der Wand. Aua! Warum renn. Liegt was, Dokument. Warum renne ich dir hinterher? Weiß ich nicht. Au! Deswegen. Aua. Flamme, Flamme! Hm. Warum ist das hier? Aua. Bin tot. Waren die Maui. Dokumente? Ihr seid beide gerade bei mir gebritzelt und ich britze gerade selber. Warte mal, der Bot will gerade nicht. Och Mann, was ist euch wieder los? Ey? Heute ist echt der Wurm drin, oder? Lordi hat ein Flampion gefunden. Nein, ein Flampon. So rum. Ey, sag mal. Lief gut, ja. Heute ist hart der Wurm drin in der Technik. Nicht nur in der Technik. Was? Moment mal, in mir ist kein Wurm. Ach komm, hör auf, das klingt falsch. So. Haben die sich gerade gegenseitig angefressen? Tu deine Gasmaske, ey. Tja, auf ein neues.
Landmine here. La-da-da-da-da-da. Huch. Ich meine, wenigstens haben wir jetzt die Dokumente schon mal, ne? Ja. Ah, Suicide. Er kommt aber zu dir irgendwie runtergerannt. Ey, die Waffe ist ja richtig kacke, die ich da mitgenommen habe. Wenn ihr zum Ausrüstungstisch und ändert den. Ändert die. Nee, da kommen wir, glaube ich, nicht mehr hin. Ich hab das FG-42 mitgenommen. Das ist eine richtige Kackwaffe. Okay, weil? Die schiebt gefühlt überall hin. Und vor allem, du hast nur 10 Schuss im Magazin und dann ist vorbei. Er muss nachladen. Piu! Pistole, Waffe 1 leer. Oh, hi. Dann renn runter zur Munition. Reloading. Braucht das. Denk dran, dass da gleich der Flammenwerfer kommt. Also ich würde runtergehen, da können wir uns mehr bewegen. Wir müssen hier auch weiter bei Sway, ne? Hier neben Schredder. Ladung 1 platziert. Das ist der Flampion. Gebt mir doch den Snap zum Nachladen. Kenn ich das Problem, so stand ich auch davor. So ekelhaft dunkel hier, ey. Einer brennt. Der andere spielt Ballett. Hinter dir liegt, glaube ich, Medikit, Snow. Ich hab noch eins. Guck mal her hier. Mach Platz. Alter, wenn es nicht so dunkel wäre, ne? Durchs Ziel von Rohr ist das richtig schlimm. Glaube ich dir. Du siehst gefühlt nichts, weil wenn du nach oben schaust, ist alles noch so mit dem Rotton, das sieht dann schon fast schwarz aus. Ja, der gefühlt nicht die. Hä? Hier müssen wir lang. Muss hier mal durch. Von links kommt ein Panzer, Fredo. Der ist down. Wo ist der Suicide? Geradeaus. Da kommt noch einer. Genau, es kommen auch welche. Ich kann nur nach vorne gucken, gerade mit der Waffe. Ich weiß, ich hab's euch bloß sagen wollen. Hinter uns ist, glaube ich, fertig aufgeräumt. Da krabbelt, glaube ich, noch einer. Kribbel, krabbel. Der geht bei mir auf der Stelle. Jetzt ist er geplatzt. Wow. Ich liebe dieses Spiel jetzt schon.
Tschüss, Lordi. Viel Spaß. Ja, ich liebe das Spiel jetzt schon. Und das hat, glaube ich, nichts mit den Spielen zu tun. Das liegt, glaube ich, an deinem Internet oder an deinem Computer, weil du aus jedem Spiel mal so rausfliegst. Ob das Palworld ist, ob das COD ist, ob das hier ist. Gestern konnte ich die ganze Zeit durchspielen. Ja, es gibt auch Zeiten, wo du die ganze Nacht Palworld spielst oder auch Zeiten, wo du mal die ganze Nacht COD spielst. Und dann gibt es Zeiten, wo du einfach mal permanent rausfliegst aus den Spielen. Ja, siehst du. Also ich denke mal, es liegt eher am Computer oder am Internet bei dir. Nicht am Spiel selbst. Oder Snowboard, meinst du? Warte mal, wo kommt Lorne jetzt an? Ist er wieder vorne am Spawn, oder? Ich glaube, ja. Kann er wenigstens seine Waffe wechseln, wenn er schlau ist? Hab ich schon, während ich gewartet hab. Cheater! Brauch das mal ganz kurz, ne? Alter! Nein, er ist bei uns gespawnt! Hä? War doch direkt neben uns, hast schon recht! Hier durch! Oh, hier brennt's! Komm hier nicht durch! Ich hab wieder meine Thompson, endlich! Oh ne, warte mal, das ist Opi. Danke. So scheiße sieht nur nicht aus. Das ist wieder ein Rüstungstypi. Suicide, zwei Stück. Einen habe ich. Ja, toll Update. Hätte ich dir sagen können. Palworld hat ein Update, Mel. Ach, Platz jetzt. Ich glaube, das war's. Rennt noch irgendwo eine Hand rum, bevor wir jetzt weiter rennen. Getüm. Ich habe zwei göttliche Granaten gefunden, getan. Hast aber nicht, du doof. Du musst mal im Discord gucken. Wir haben da so einen wundervollen Update-Kanal. Den ich dumm geschalten habe. Ach, du auch. Flammenwerfer. Found a medkit. Wenn meine zwei Vorzeige-Mods den Hauptteil des Discords muten, wirst du? Kobi-Update. Ehrenlos. Bom-Bom. Übersteht den Angriff? Ich sehe doch keinen. Ach, die kommen von hinten angerannt. Ah, von da. Guck mal, ich hab voll. Tobt ihr aus? Ich bin froh, wenn ich überhaupt was finde im DC, außerdem, was Snow sagt. Aha. Wie sie alle bloß immer dasselbe schreiben. So ist eine! Aua. Kettensägen-Typi. Verbrenne doch endlich! Meine Güte! Flammenwerfer neben dir. Sniper, aua. Hinter uns, Lordi. Aua. Wo ist der Sniper hingesprungen? Keine Ahnung, ich hab noch Jacke gesehen tatsächlich. Doch, oben, die ziehen die ganze Zeit auf mich. Hab einen. Aua. Hab noch einen Sniper. Da oben ist noch einer. Da haben wir noch einer. Wie viele Sniper spawnen denn da?
Meine Güte, ich habe keine Munition mehr. Alter, was war das denn für ein Rush gerade, ey? Es steht halt immer noch da, übersteht den Angriff, also irgendwas lebt noch. Snow, hier liegt ein Medipack. Magst du dir das mal gönnen, bitte? Ich krieg den Support nicht. Ja, weil du erst deins verbrauchen musst, was du hast. Ich habe ja keins mehr. Achso. Ich will nicht die Splittergranate. Ich will das Medikit. Danke. Hast du? Ja. Na ja. Knappe Sache. Warum steht der immer noch übersteht den Angriff? Weil hinten immer noch welche laufen. Ey, ich wollte gerade immer der Lötlampe erschießen. Warum ist da drin gerade was explodiert? Weil wir rennen müssen. Erkundet den Strand. Wir sind 3 Kilometer unter der Erde und sollen den Strand erkunden? Waren das jetzt alle? Ich glaube. Gehen wir rein? Mhm. There's a cliff over there. I'll check it out. See if I can find out where we are. Wieder nur noch Beine laufen. Mhm. Aber oh, die haben glaube ich Dynamit dabei. Ah, die kamen auch aus dem Loch raus. Ja, ich habe das Loch mit der Pistole. Was ist das? Ja, da oben habe ich glaube ich noch einen Schatten gesehen. Ah, da hinten sind noch welche. Kommunikation. That supply crate might be useful. Wackel da nicht so rum, Mensch. Ist hier drin? Er klippt die Klimme, was? Er klimmt die Klippe. Blick hier hoch. Bis jetzt geht's noch, glaube ich. Oh, Entschuldigung. Wollt die Bergarbeiter haben? Stimmt, ich brauche ja auch noch Kills mit der Pistole. Moin. Nochmal zurück Munition holen oder weiter? Ich hab noch nicht wirklich viel verbraucht. Okay. Ich hab nur 5 Pistole verbraucht. Check. Oh, warte mal. Dann ist schon das Headroom. Hier könnte das Händchen irgendwo hüpfen, ne? Was? Ach ne, ist nur ein Stück von der Lampe. Uns fehlt ja noch der Comic und das Händchen. Die Hand haben wir aber 100% schon am Spawn übersehen. Wie gesagt, die können die auch rumhoppeln. Er stirbt halt nicht weg, ob du schießt, ist gar kein Problem. Ich hab die Hand gefunden. Wo? Hier hinten. Die ist da unten auf so einem Pfosten hoch und runter gekrabbelt. Da bei der Lampe wieder. Und du hast natürlich schon wieder weggeschossen, bevor wir gucken konnten. Nein, Tüte. Und was schießen wir genau, Lordi? Ich habe gerade nur die Kiste aufgeschossen, weil ich Lust zu hatte. Wow. Weil ich gucken wollte, was da drin ist.
Achtung an alle Zivilisten, der Befehl zur Evakuierung wurde bestätigt. Verhalten Sie sich ruhig und befolgen Sie unsere Anweisung. Warum hier liegt doch safe irgendwo der Comic rum? Verlassen Sie sofort das Gelände. Evakuierungsplan. Ach so, ich habe gerade Dacken gelesen, aber Dacken ergibt keinen Sinn. Ach, viele Sachen ergeben bei dir keinen Sinn, Lordi. Was? Hier ist eine Puppe. Jetzt ist sie weg. Untersuchen. Ich habe ein Buch verbrannt. Aua. Hä, was war das denn jetzt? Weiß ich nicht. Was für eine Puppe eben? Warte. Gubi, lach nicht. Ah, guck mal. Hier ist ein Tresor. Eine Ratte mitten auf dem Tisch. Ich hab mal eine Ratte gekriegt. Hey. Und eine Schreibmaschine. Nee. Nee, keine Schreibmaschine, sorry. Hier liegt noch ein Medikit. Finde den Schlüssel zum Generator. Okay. Das ist ein guter Ratatouille. Hier ist so ekelig dunkel unten, ne? Supply Crate hier. Da ist eine Ratte gerade auf der Seite auf den Boden rumgekrabbelt. Sah nicht ganz richtig aus, so viel kann ich sagen. Ihr habt nicht so ja mal so ein B-Movie, wo so irgendwie Zombie-Nazis mit Zombie-Hitler hatten? Wenn ich mich recht erinnere. Ich gucke mir solche Filme nicht an. Ich kriege immer schon nach den ersten Szenen irgendwie Kopfschmerzen. Lodi, ich habe nicht gesagt, dass ich den geguckt habe. Ich habe gefragt, ob ich sowas nicht mehr habe. Ich bin der Meinung, dass ich davon mal was gehört oder gesehen habe. Oder gelesen habe. Das sind doch so eine typischen Tele-5-Filme. Ich glaube, es gab mal tatsächlich sowas, aber das war dann irgendwie so aufgebaut, wie als wenn da die Deutschen übelst die Vollidioten und sowas gewesen sind. Hm. Was ist dieser Comic? Ach, mein Magen nervt heute. Hier ist eine Schreibmaschine. Hast du schon drauf rumgetippt? Ja, da war ich schon. Wie gesagt, da oben neben dem Beamer ist ein Tresor mit Puppen drauf. Ich glaube, hier muss man wieder Puppen finden. Eine habe ich schon abgeschossen. Bei mir hat am Beamer auch eine gestanden. Die ist neu gespawnt irgendwie. Wieder hoch? Nee, ne? Nee. Okay, die kleine Puppe kann man nicht abschießen. Okay. Kleine Puppe? Wo auf dem Tresor draufsteht. Ach da, die kann ich hier sehen. Aber um was wird mir, dass da eben bloß wieder eine Waffenerweiterung drin ist? Hm. Die Möglichkeit besteht, ja. Ist ja nur noch der Comic, ne? Mhm. Wieso steht hier gesamte Munition auffüllen? Warum steht das hier draußen? Ach, guck mal, hier hinten ist gleich der Safe Room, tatsächlich. Weil hier ein Schlüssel bei irgendwie in meiner Hand liegt. Oh, Ratatouille. Babble hier, Ratatouille. Babble hier?
Guck mich mal nach ein paar Puppen um, ne? Dolly, bleib mal kurz da stehen, wo du bist, dass ich mal zu dir komme. Ja, Snow, mach mal. Da bist du. Okay, danke. Kannst weiter düsen. Ich wollte bloß den Spot finden, wo du gerade warst. Kommt man hier hoch? Weil da ist nämlich ein Leiter nach oben. Ach. Schade, guck mal. Die Leiter wäre jetzt Porno gewesen, ne? Wenn man da hochkommen würde. Ich finde tatsächlich keine Puppen mehr. Puppipupp. Hä? Hey, muss doch hier irgendwas sein. Ja, ich habe den Schlüssel hier gefunden. Bei dem Pipi. Was denn? Da kam gerade irgendwie aus der Kiste einer raus. Soll ich den Generator mal anmachen? Oder noch warten? Mir ist das egal. Wir müssen in den Safe Room, wenn er aufhört, nicht rennen, ne? Überlebt die Wow. Kommt ihr? Safe unter anderem auch aus dem Brunnen. Kommt ihr hier zu mir hoch, weil hier ist gleich die Kommunikationskiste links. Claudi, kommst du auch noch hier hoch oder wäre was? Der ist heute nicht sehr kommunikativ, oder? Irgendwie nicht, ne. Bei Palworth hat er mehr gesprochen. Ich wollte nur gerade nicht ins Mikrofon rülpsen, wenn ich ein Bäuerchen mache. Wie lange hat dein Bäuerchen gedauert? 3 Minuten? Ein bisschen. Ich geh mal in die Munitionskiste schlabbern. Ich muss auch mal kurz krabbeln. Krabbel mal, ich halte den Nahbereich sauber hier bei Snow. Hinter euch kommt auch gerade einer. Hinter uns? Aber mehrere. Ach da. Granate, Granate. Weg da, Lordi. Da ist er ja. Suicider, wo? Was? Bei mir. War er gerade. Da ist noch so ein Granatenwerfer. So ist einer, pass auf. Rüstungstyp hier oben rechts und zwei, oben links und zwei Granaten. Selbst Explosionsdinger da, halt! Ah, Mann! Ich muss an der Kiste schlabbern. Not this time.
Hinter uns kommen auch wieder welche. Ja, ich mach schon hinter uns. Mach du die Treppe vorne. Links kommt ein schwer ein Geschütztyp. Was, Commander da drüben? Bin mal kurz unterwegs. Muss Stampfi Stampfi machen. Uah. Der Gunner ist down, holt ihn noch. Muss noch Stampfi Stampfi machen. Och, jetzt kommt dann noch einer angerannt. Ich muss an der Kiste schlabbern. Da ist ja noch einer. Wie viele sind denn da? Drei. Hinter uns ging gerade ein Rift auf. Da kam gerade ein Kombi raus. Komm her, Snow. Komm her. Moin. Da steht noch ein Wander. Ich muss den Commander da drüben am Boden halten. Abfahrt. Ich empfinde das alle. Ich empfinde diese Lichtverhältnisse hier in dem Level als sehr anstrengend, ne? Das ist mehr als anstrengend. Vor allem, du siehst halt gefühlt gar nichts. Oh. Okay, Room ist offen. Ja, aber wo ist der Comic? Vielleicht ist er jetzt hier irgendwo gespawnt. Aber wir sind doch im Krieg so. Sollst du jetzt keinen Comic lesen? Aber Comic. Aber Krieg. Aber Comic. Aber Krieg. Aber Comic. Kriegscomic. Habt ihr da unten irgendwo ein Zelt? Was? Habt ihr da unten irgendwo ein Zelt bei euch? Nee. Ich weiß nicht, ob man das Ding bei mir als Zelt beanspruchen kann. Hier ist nämlich ein Foto von einem rot umkreisten Zelt unten irgendwo. I know. Schreibmaschine. Wie schon wieder an der Tasten? Vielleicht. Und welches Zelt sollte das sein, Gordi? Weiß ja nicht, das ist nur ein Foto von einem Zelt, was hier unten steht, wo Lampen daneben stehen. Gibt ja nicht viele Zelte, gibt da ja nur zwei Stück da, eins da. Da, da und da. Wo Lampen daneben stehen, ist das hier dann vielleicht, dass du die Lampen hier meinst, oder welche Lampen meinst du? Warte, ich guck nochmal um. Ne, war die falsche Seite. Ich bring mal kurz die Machine Gun Kelly Wumme in den Shelter. Oder als was würdest du das hier identifizieren? Wie ein Safe Room, oder? Dein Ping ist drauf, ich sehe es nicht. Besser? Wenn hier noch Licht wäre, wäre es auch noch was. Sieht aus wie so eine Stolperfalle. Oder irgend so ein Krickelkrakel. Ich erkenne da drauf halt nichts, weil ich sehe nur rot, wenn ich die Zielfernrohre benutze. Guck mal bei mir im Stream.
Ja, so viel sehe ich auch. Das ist ja das Problem. Das Ding ist... Lordi sagt, da sind irgendwelche Zelte drauf. Ich erkenne da aber keine Zelte, weil... zu dunkel hier. Ach, die hat ein Zelt im Kopf. Hä? Also wenn ich hier stehe, leuchtet meine Lampe direkt da drauf. So dunkel wie bei Opi ist das gar nicht bei mir. Was für eine Lampe? Und bei mir ist die Lampe an, wenn ich hier in der Ecke stehe. Wenn ich hier rüber gehe, geht's aus. Das sind Zelte, ja doch. Sag ich ja, das sind Zelte. Das muss irgendwo unten sein. Weil ich sehe die Fackeln, die da nach oben gehen. Warte mal. Ist es bei mir im Stream noch? Wenn das... Ja, ich schaue gerade nochmal mit Zypernrohr auf. Das hier könnte Brunnen sein? Warte mal ganz kurz. Rechts ist irgendwie ein Weg in den Tunnel. Das ist das Zelt. Warte mal, das ist der Weg nach oben. Dann ist das... Weißt du, welches Zelt das ist? Das ist das Zelt da direkt neben dem Hochgang. Das hier, da müsste das sein. Keine Ahnung, was das ist, aber das hier müsste es sein. Holding my position. Was soll hier jetzt... Hat Obi hier nicht den Schlüssel her? Und war bei dem hier ein Typen unten. Warte. Bin ich hier bei dem in der Hand gewesen sein. War das der hier? Ja, genau, bei dem. Okay, ja, das Foto uns also nur gezeigt, wo der Schlüssel ist. Nö. Ja, wo ist der echte Comic? Oho! Deine Pippi macht manchmal lustige Geräusche, Snow. Nein, das ist, wenn man über was drüber sprintet. Ja, trotzdem machst du lustige Geräusche manchmal. Da ist nix. Ratatouille. Habst du eine Vermutung, wo dann nachher die Hand rennen könnte? Hier ist nicht mal ein Upgrade-Tisch. Was ist das für ein Unterschlupf? Nein, Schlupfiger. Ja, Schlumpf ist noch nicht hier, deswegen hat es noch nicht geladen. Das, ja. Aber Lordi, guck mal da hoch. Da könnte doch nachher eventuell die Hand laufen, oder? Könnte wohl sein, oder? Ich hab vibriert. Ich geh mal schnell auf Klo flitzen, mein Mann hat mich heute wieder lieb. Ich bin gleich wieder da, Kinders. Ja, Gummibärchen. Werde Gumm. Wo ist hier jetzt der Aufwertungstisch? Heile. Ach, da unten. Hier wäre auch noch so prädestiniert für die Hand, der Seitengang. Holding out. Ach du Kacke, das kann ja echt überall sein. Oh, ich höre hier Spinnengeräusche. Macht doch sonst immer diese Hand, dieses Geraschel, oder nicht? Keine Ahnung, hab ich nie aufgepasst. Hier drinnen hört man das Geräusch. Das ist Kribbeln. Ach genau, da darf man nicht hochlaufen, oder was? Hey, na. Da.
Immer an den Upgrade-Table. Ui. The Agartha Scout report indicates they boarded up a lot of dead ends. When you hit a waterfall. Was machst du schon wieder im Lager? Hast du den ganzen Kekse geklaut? Nein, Donny hat gesagt, er hat hier das Geräusch von der Hand gehört. Deswegen schaue ich mich gerade ein bisschen um hier. Hm. Aber irgendwie finde ich hier nichts. Keine Ahnung. Manu. Du. Manu. Du. Ich doch jetzt runter hier. Ah. Oh, der heilige Tellermin. Wo ist der Radio? Ich höre ihn noch genau. Lass das Radio in Ruhe. Hier gibt's nicht mal ein Waschbecken. Was haben die eigentlich die Ladios getan? Waschbecken kaputt. Oh, ich hab's Waschbecken gefunden. Ich habe aber gerade was anderes gesehen, liebe Snow. Waschbecken kaputt. War bestimmt Fake News, ne, was ich gesehen hab. Positiv. Warum brennt das Radio? Weiß ich nicht. Denkt ihr an eure Medikits? Falls ihr noch keine dabei habt. Oh, ich hab noch eins. Was ist da denn drin? Raviolis? Snow? Nein, nicht die Nummer schon wieder. Nein. Ach, wieder so schön hell hier auch, Mensch. Wie viel musste ich eigentlich vorhin haben, dass ich das gefunden hatte, das Händchen? It's hard to pin down specifics because it's all muddled with what reads like straight up dogma. Listen. The visions have revealed. Wäre es nicht schön, einfach mal so die Hand direkt hier neben dem Ding stehen zu haben? Mit einer Taschenlampe in der Hand. You must master your conscious and subconscious mind to truly master your will. Only then will the mystic truth allow you to shape the form of the world. Da krabbelt noch einer. Lüge. Fake News. Warte mal. Stalagniten oder Stalaktiten? Die eine Sorte kommt von oben, ne? Die andere kommt von unten. Oben hängen aber auch noch Stacheln. Du kannst mir den Namen sagen, so oft du willst, Dolly. Bei mir sind das einfach bloß Stacheln aus dem Boden raus. Na, eine Sorte von dem, was da aufgezählt hat, kommt von unten und die andere kommt von oben. Ja, da oben hängen überall lauter Stacheln. Stalagniten von unten, Stalaktiten von oben. Das ist mir so egal, Dolly. Guck mal, da guckt einer raus. Klaus Bärbel. Moin. Oh, Rüstungstypi. Rennt mir zufällig ein hilfreiches Händchen rum. Hier kam doch da eine raus. Händchen, bist du da? Warte mal, da kann man durchschießen. Schlumpi, dein Lieblingsraum. Ach du Heilige, schau mal nach oben. Schlumpi.
Mistvieh. Also nicht du, sondern die Puppe. Da liegt eine Kiste links hinter der Puppe. Hi, Puppenschrein. Tschüss, Kobi. Was schnaubst du so, Kobi? Da ist es wieder. Das ist eine göttliche und eine elektronische Erweiterung. Nur den Raumcode. Hat wieder gesucht. Gönn dir's mal. Ich nehme mal die Explosive mit, ne? Genau. Rennt hier durch Zufall noch ein Händchen rum oder sowas? Wollen wir auch zu schön gewesen. Wollen wir hier kurz warten, bevor wir das nächste aktivieren, dass Kobi erstmal reinjoinen kann? Na, versuchen wir es mal, dass man durchschießen kann. Da 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 da. Na 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 na. Betreten. Was sagst du, Kobi? Betreten. Noch bist du nicht hier. Da flog gerade eins voll. Das war eine Metaflaus. Kann auch fliegen. Ist aber kein Vogel. Ein Metapogel. Ist noch nicht so weit vor, nicht, dass du wieder irgendwas aktivierst versehentlich. Nein, 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 das ist recht. Da müsste ich da rüberlaufen zum Start. Okay. Hier war ja die Kiste schon offen, da bin ich hier entlang gelaufen am Rand. Okay. Ich guck mal gerade runter. Jetzt, ich sehe ein paar Zombies, Alter. Aber nichts, nichts wirklich Interessantes. Immer diese Feuerwelle, wenn irgendjemand neben dir spawnt, ne? Kobi ist da. Tü. Hi, Kobi. Eins, Kobi. Achso, eine Hand habe ich jetzt aber nicht hüpfen sehen. Warum schreit ihr so? Ich hätte eigentlich erwartet, dass da auf dem Dingens da irgendwie die Hand drauf sitzt oder so, aber irgendwie... Wollen wir? Alter, hat mich gerade erschrocken. Alter, ich stehe hier gerade am Abgrund und immer schaltet das Bild um, ey. Vielleicht brauchst du noch Kopfschüsse auf über 100, über 100 Meter, auf über 50 Meter. Da ja, bräuchte ich halt auch noch. Das, aber das ist mir momentan auch egal, Lordi. Ist da jetzt irgendwo eine Hand? Nö. Mist. Obi war es, hab's genau gesehen. Was? Was? Weil nur Kobi steht nämlich mit Elektro. Mit der Sniper. Könnte ich ja nicht sein. Hey. Ich stehe schon hier unten, ich bin unschuldig. Ich brauch das mal. Oh, Ammo depleted.
Halt! Creeper, warum bist du denn schon tot? Ich hätte dich noch mit der Pistole killen müssen. Immer diese 1000 Waffen, die man hin und her zieht. Könnt ihr euch mal unten auf die Helmleute konzentrieren, weil Snow steht unten? Da drin waren auch große. Deswegen waren wir da drin. Hä? Wo waren große? Da drin in dem Gang. Rechts kamen die auch hoch. Achso, na, ich hab jetzt hier bloß mich auf die Brücke konzentriert, weil ich euch die Krabbler fernhalten wollte. Ich hab die Hand gefunden. Nicht drauf schießen. Wo? Runterkommen. Ich sehe sie, ich sehe sie. Schreit doch nicht so. Wo? Guck mal da auf den Balken. Ach, da? Ich muss aber jetzt gerade erst gespawnt sein, weil von hier aus habe ich schon rüber geguckt gehabt. Ich sage, die sind nicht von Anfang an immer da. Ich habe den Turm schon aus allen Richtungen inspiziert. Brauchen wir überhaupt alles? Und was machen wir jetzt hier? Supply crate there. Ist doch irgendwo ein Schatten. Schießt hier jetzt auch irgendwer ab, oder wie sieht denn das jetzt aus? Ja, Leute, wir brauchen ein bisschen. Ich warte eigentlich nur, dass wir dürfen. Ne, ja, klar. Ey, ich wollte doch bloß sehen, wo sie ist. Mehr nicht. Mhm. Weil sonst wäre ich immer nur, da ist die Hand und bevor ich gucke, ist sie schon dreimal tot. Alle Wege führen nach da unten, okay. Ich hab's nur gerade gehört, ist nur so runtergefallen. Ich sehe von hier aus schon den Comic oder die Dokumente liegen. Jetzt, ich sehe noch Sprengladung. Nein, da unten unter der Brücke. Ich sehe die von da aus nicht. Hier, das sieht man bloß von hier aus. Da unter der Brücke und auf dem Balken. Ach da. Ja. Ich habe da so irgendwas glitzern sehen und da habe ich hingeguckt. Komm ich nah ran? Muss ich jetzt? Nee, das will ich nicht. Ich hab einen Knopf gefunden. Dokumente. Hey, hoch hier. Ich glaube, wir müssen erstmal die Sprengladung daran platschen, bevor irgendwer am Schalter schaltet. Schalter. Hier sind nämlich keine Ladungen drin. Ja, da links liegt eine und ich habe auch schon eine aufgesammelt. Ja. Also. Ich habe auch eine. Und? Habe platziert. Ja, okay. Muss kurz warten. Meldet sich diese hässliche Erweiterung von Twitch schon wieder? Ah. Ja, ich nehme die nachher raus noch, sorry. Eigentlich nicht dran gedacht, gestern. Ist ja nicht schlimm, es nervt, wenn die dann jedes Mal so übers halbe Bild geht. Oh. Erinnere mich nach dem Stream nachher mal dran. Wo muss denn die andere Ladung ran? Ja, auch dahin. Ach, da. Ja. Ach, du siehst ja mein Licht gar nicht. Ich leuchte da immer drauf, weil ich denke, ihr seht mein Lichtkegel. Knopf. Das aber. Ich halte mich schön weit hinten, damit ich ja nicht beschuldigt werde, dass ich den Knopf gedrückt habe. Du musst schon hier bleiben, Kobi. Achso. Ich muss weiter sein, weg sein als du. Ich habe gerade meine Hand in ein Gummibärchen. Was ein Feuerball, also Junge? Ich hab Alibi. Rabler und Große habe ich jetzt, glaube ich, schon gesehen, alles. Mal warten, bis sich so eine Horde da an so einem Kanister versammelt hat, ist nicht, ne? Ich versuche halt den Großen schon mal zu töten. Was anderes ist gerade nicht meine Mission. Da kommen Generäle.
Vater, schneller da. Guck mal, wer haut mich denn hier? Wo kommt der denn her? Hat jemand einen Hammer? Ja, mach. Nächstes Mal brauchen wir, glaube ich, ein bisschen mehr Aufsprache. Stellt euch doch mit eurem Stampfen nicht hinauf vor mich, ey. Oh, Mann, Kinders. Ich hätte die Kabel auch zu dir krabbeln lassen können. Such's dir aus. Ja, aber wenn ich nichts mehr sehe. Guck mir mal den Commander, ne? Der ist schon, schon down. Der liegt so weit drin, ich krieg den so nicht. Hinter dir ist er gerade gespawnt. Ja, aber der eine liegt zu weit drin, dass man den erwischt. Och, ich bin aus dem Weg. Oh, neue Munition. Wo war die Kiste? Irgendwo schmeißt hier noch einer mit dem Schädel. Ja, ich weiß, da drin liegt der. Ach, jetzt ist er tot. Ja, ich habe ihm gerade ins Herz geschossen. Mit einem panzerbrechenden Schuss. Ja, habe ich vorhin auch schon die ganze Zeit, aber irgendwie hat es dem nichts gemacht. Ich bin jetzt gerade gegenseitig weggeschubst. Mhm. Achso, da oben gibt's ja Mutationen, stimmt ja. Moin. Servus. Du auch hier? Moin. Und nicht im Baden-Württemberg? Nee. Ich werde immer so irritiert, wenn der Hand und Dokumente im einem Raum sind. Wo ist dann der Comic? Nein. Ihr müsst ihr doch theoretisch gesehen dann auch hier sein, oder nicht? Naja, Comic können auch woanders mal liegen, irgendwo auf dem Tisch oder so. Ja, aber wenn zwei Sachen in dem Raum sind, denke ich halt jedes Mal, dass die dritte Sache, wo wir nur brauchen, auch hier sein würde. Hattest du nicht gesagt, du hast den Comic hier irgendwo unten gefunden gehabt? Nein, das waren die Dokumente. Ich habe gesagt, die Dokumente oder das Comic. Ah, okay. Au. Manu. Du. Geh tiefer in den Tunnel hinein. Ach, gar kein Bock. Kann ich hier nicht bei der Spitzhacke warten? Ich warte auf euch. Nein, du kommst schön brav mit. Aber Spitzhacke. Brennen wir hier drin? Guck mal vor, Lolli. Jetzt muss ich vorlaufen, ne? Weil ich der Streamer bin. Wow. Merke ich mir es noch. Aber das Spiel hat dich auch ein bisschen getriggert gestern, ne? Das hattest du gestern nicht mitbekommen, als der eine Geist, wo ich dagegen gerannt bin. Habe ich ja damit überspielt, dass ich dagegen gerannt bin. Ich habe mich von dem Ding so erschreckt geerbt, dass ich 2 Sekunden lang nicht wusste, was ich sagen wollte. sehr schön, Snow. Finde ich aber gut, wenn es euch auch in so ein Spiel mal wischt, ne? Und nicht nur mal mischt. Finde ich sehr schön, tatsächlich. Schweiger, du bist lebendig. Schweiger? Da ist gerade eine Ratte an Kobi vorbeigerannt. Ihr habt mich herbeibeschworen. Und jetzt?
Ja, kommen Sie da mal raus, Frau Geist. Oder Frau, was auch immer Sie jetzt darstellen möchten. Frau Chaos. Jetzt weiß ich, wie ihr euch gefühlt habt. Schöne Waffe hat so Opi. Was hab ich? Schöne Waffe und schöne Hintern. Oh. Ich bin gerade voll nicht gerannt. Sorry. Sorry, Leute. Idiot. Man macht schon wieder Stammkartoffeln. Hebel. Hier kann man einen Hebel ziehen. Ich will aber nicht. Hier sind zwei Spitzhacken, Lordi. Hier kannst du auch warten. Da vorne kann man einen Hebel ziehen, Opi. Wenn du hier rauskommst, dann links. Okay. Den Hebel hast du gemeint. Nö, hier liegt auch kein Dokument. Nur das Comic. Meine ich doch. Wir können am Hebel ziehen. Negativ. Oh Gott, Snow, komm mal zu mir. Nicht zu weit vorlaufen. Hi. Was war das jetzt? No. Kommt da jetzt das Comic oder? Ah, da sind Hunden drin! Weil drauf schießen bringt nichts. Ich dachte, da kommt jetzt das Comic runtergefahren. Das wäre übelst geil gewesen. Da kommt immer was Unterschiedliches. Nochmal anziehen. Oh, jetzt kommen wieder die Puppen. Wo sind jetzt der Hirsch hin? Harry der Hirsch? Hallo? Snap-Point? Hallo? Ich glaube, da kommt kein Comic. Schade. Glaube ich auch nicht. Ach, ihr seid ja schon da vorne. Ich hab schon die Kommande ausgeschaltet, haha. Ja, wenn die nicht redet, die haben uns mit dem Hebel beschäftigt. Ist seid... Er hat Mama gesagt, komm mal her, Snow. Hat er extra Mama gesagt? Ja. Dann war, stand ich schon neben ihm und hab gesehen, wie er da den Hirschtypen da, der eh noch umgerannt ist. Zum Mirai. Oder Harry. Ich warte mal ins Brach, bevor es weitergeht. Hab meinen persönlichen Tunnel gefunden. Okay. Ist das jetzt gut oder ist das schlecht? Das ist eine Sackgasse. Also schlecht. Und noch so ein Beschwörungskreis. Get a tripwire. Stolperfalle, Face. Nö, hier ist auch kein Comic. Ah, hier ist eine Ratte.
Aha, wer sich freut. Rüber. Du. Da da di da 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 dum di da. Alles aber. Gesundheit. Wollen wir? Ja. Ja. Muss hier nicht wischen. Oh, das Einfangs-Pokémon kommt heute aber ziemlich spät, oder? Is this what the cult was looking for? Oh, da ist noch einer. Hauen um. Ich hab eigentlich E. Hä? Ich hatte eigentlich E gedrückt. Mhm. Ich versteh es nicht. Ist der Ananas. Maschine untersuchen. Aha, genau. Als ob. Kriege ich das? Uralte Tafel untersuchen. Ich wollte gerade sagen, da kann man was untersuchen. Immer links die Maschine und immer rechts die Tafel. Aber ich glaube, dann bricht hier ein bisschen was los. Warum haben die hier wie so eine Art Marmor in 3 Kilometer Höhe angebracht? Tiefe. No. Vielleicht war das schon hier. Alte Ausgrabung eher vielleicht. Naja, müssen ja nicht die gewesen sein, aber warum bringt man in 3 Kilometer Tiefe das hier an? Vielleicht wart ihr schon hier. Ja, seit dem Update. Also manchmal seid ihr... verstreut. Ist schon nicht mehr verstreut, ist einfach nur kernbehindert manchmal. Nee. Doch. Ist halt ansteckend, das zieht sich einfach quer durch. Kann ich hier mal Ding untersuchen rechts? Mhm. Das wurde schon untersucht. Kann ich nicht mehr. Okay. Was wurde untersucht? Ich habe hier. Hä? Hier stand eben bei mir untersuchen, jetzt kann ich nicht mehr. Und so genau war ich hier nie dran, ich bin bloß dran vorbeigerannt. Also ich war nur hier an der Tafel dran, ne? Mein Ziel wahrscheinlich alle. Dann untersucht man die Maschine. Ich kann kein E drücken. Warum nicht? Weiß ich nicht. Lordi, ich glaube, du fliegst gleich wieder. Weil ich kann E drücken, wenn ich hinrenne. Jetzt kann ich E drücken. What is that? Looks like a generator, but still has no power, I think. Nee. Alter. Das ist eine Stimme. Däumchen, schönen Abend. Ich glaube, dass das jetzt wieder so eine Art Blutkreis-Ding jetzt da wird. Nur bitte nichts an den Zweck. Finde einen Weg, den okkulten Generator zu aktivieren. Hier drin, guck mal. Hey, der war doch gerade noch nicht offen, oder? Oh Gott, schon wieder poppen. Ich hab Zombies gefunden. Links oder rechts? Links oder rechts? Links oder rechts? Hier sind Poppen, ich geh links, die müssen weg. Ich bin im Kreis gelaufen. Wie war das so? Kreisig. Ich hab, glaube ich, das Ding gefunden, oder? Ich habe eine Blutzelle gefunden. Ich habe den Comic gefunden. Yeah. Braucht das. Ich bin die Taschenlampe, ich bin mutiert. Witzig. Guck mal, ich bin die Taschenlampe geworden. Warum leuchtest du, wie du leuchtest? Weil ich dieses komische Ding aufgehoben habe. Jetzt, das ist anscheinend der Schlüssel. Kommt, stellt euch mal bitte zu mich ran, dass ich euch heilen kann. Yep, yep.
Zack, und mal mitgenimmt. Dafür sind die roten Dinger. Ah, klar. Siehst keine Ahnung, was habe ich da hinten gefunden? Das habe ich aufheben können. Jetzt bin ich so halt die Taschenlampe, wo ihr rumrennt. Du siehst aus, als ob du so einen JBL-Box bei hättest. Ich klar, was? Ich schlaf eh gleich. Mir geht's mies. Na denn, ab ins Bett. Bin nur halb so hier, meine Liebe. Ich wollte mal ein paar Pals verhauen. Oh. Denn ab ins Bett mit euch, Mädels. Schlumpi macht heute auch nicht so lange. Däumchen, schlaf gut, erhol dich gut. Das hat noch nicht gereicht. Wir haben schon mal heute den Ding. Weil Opi macht heute auch nicht so lange. Opi jetzt heute nicht so gut. Ach, hier geht's auch noch rein. Jetzt ist da offen, ne? Hey, Juppa. Ah, hier ist das nächste rote Dingens da. Hier ist ein rotes Dingens da. Ja, schnappe dir. Ich bin nur als Backup mitgekommen. Wir müssen die Gegner zerstampfen. Warte kurz, Snow, warte kurz, bevor du drin steckst. Wollen wir nochmal schnell die Munition aufladen, Kinders? Ich kann hier gerade nur mit mit Pistole schießen, also ja, bringt bei mir nichts. Na, Pistole. Seid ihr durch? Ja. Oh, okay, wir hatten genügend Zeit gehabt. Ja, das wissen wir ja vorher mal nicht, ne, in dem Spiel. Was ist denn, Lotti? Achso. Versuche schon mal schlau zu sein. Wir sind da. Wer aktiviert, wer traut sich? Ich trau mich nicht. Ich trau mich nicht. Das hört sich an wie so ein jahrelanger Kettenraucher, ne? Mhm. Wie Darth Vader ohne seine Mütze. Ganz ehrlich, jetzt fehlt hier drin eigentlich nur, dass wir anfangen würden zu schweben. Nee. Hat auch wie so ein bisschen Disco-mäßig hier, oder? Aha. Schöne Beleuchtung. Wie so ein Underground-Club. Genau. Oh, oh. Also ich wäre ja für so eine Sofa-Ecke. War die Munition noch? Geh dich nochmal auffüllen mit deiner Pistole. Das ist Schweiger. Ja, das ist unser Schweiger. Zur Sicherheit. Schweiger. Schweiger, mein kleiner Freund. Schweiger, ist das nicht so eine Hebebühnenfirma? Genau. War Schweiger nicht ein Gabelstapler oder hier so ein Flugförderfahrzeugding? Oder so, bin mir jetzt nicht sicher tatsächlich. Oh oh. Jetzt leuchtet's rot, jetzt ist es eher eine Beschwörung als sonst was. Mhm. Hatte recht. Oh, was? Boah, wegen dem Nebel sehe ich halt gefühlt gar nichts, ne? Granate, oder? Ja, ja, das wäre nicht drin. Das ist ein Granatentyp hier oben. Das sind mehrere Granatentypis, aber. Oh wow. Wie? Hä? Ich sehe schwarz. Was? Snow wird gerade als
Ups, was ist das denn jetzt gewesen? Hä? Wurde es von dem General verschluckt? Ich habe auf einmal bloß so grau wie so Nebel gesehen. Ich weiß nicht, was das war. Stirb. Das ist eine Tür? Ja. Halt, stopp. Erstmal Munition auffüllen hier. Mit Applaus. Ich wusste nicht mehr, dass man durch das Portal reingezogen werden konnte. Weiter. Da reicht dann... Da reicht dir die Hand? Hm. Hallo? Voll der Fortnite-Kitty da vorne, ey. Das sieht aus wie mein Keller. Okay. Und warum hast du hier Statuen von mir im deinen Keller? Da geht ja noch weiter. Hier ist ein Medikit. Ich hab noch. Something left this place dark and abandoned. Perhaps it is related. Was leuchtet da hinten rot? Ach, das ist irgend so eine Falle wieder. Aber davon stehen hier etliche rum. Irgendwo schreien hier noch solche komischen Knabbers. Hier sind überall Schalter und Hebel. Die leuchten. Guck mal da unten an den Generator. Hooligans gibt's hier auch. Warte. Da! Mal wieder einen Generator starten, oder was? Kannst die Metaflöße abschießen. Gibt nur den Zieferkill. Bin da, wer noch? Mich da. Grenade hier. Hier ist Water. Waterman. Also ich weiß, wo wir hin müssen, da ist der Escape-Dingens da. No power. Eskappe. Oh, da oben ist noch eine Kiste. Wie der schön brav wartet. Ich glaube, wenn wir an dem Hebel ziehen, kriegen wir richtig was auf die Jacke. Und auch noch Kommunikation drin? Nö, okay, wir müssen uns da vorne, also, verhalten. Raum, du willst uns doch auch. Mach doch einfach auf und lass uns rein. Nee, der mag uns noch nicht. Die sind's noch nicht wert genug. Wir müssen erst die Zombies killen, dann dürfen wir. Und jetzt pass auf, wir ziehen mal neben Hebel und dann fangen die großen Statuen an sich zu bewegen, ey. Ja, kriegen wir hier osmanische Rückhandschelle und dann geht's weiter. Ah ja, dann stell dich schon mal vorne hin und Lordi und Snow zieht dann am Hebel. Mach mal. Wie denn? Ich muss ja im Kreis bleiben. Ah ja, Entschuldigung. There's that breaker. Kettensäge oben rechts. Diese Sichtverhältnisse hier, ne? Probier die Kabelkästen, wir müssen da noch hochlaufen. Kommt ihr mal die kleine Treppe hier hoch? Hier kommt vielleicht der Kettensägenmann nicht hoch. Ich hab gerade den Kettensägenmann zu dem Explosionsding gebracht. Und da kommt noch einer. So, kannst du ein Stückchen vor oder zurückgehen? Hinter dir war nämlich auch noch eine Kettensäge. Der ist aber schon down. Der ist schon down.
Kettensägen-Typ ist unten. Der zweite ist auch down. Das ist ja Richtung Wiener. Nee. Ich versuch mal da hochzukommen, ne? Kabelkasten 1 ist erledigt. Hier, kommt mal zu mir hier. Okay, ja. Das sind Sniper überall von euch. Suicide! Aua, aua, aua! Oh, der Scharfschützen. Hinter mir sind ein paar Schreihälse. Muss hier mal durch. Verzeihung. Auch da. Ich sehe ja schreiend runter, dieser Dulli. Also oben ist ein Maschinengewehr-Typi. Feier. Korrigiere einige. So, Maschinengewehr-Typ 1 ist tot. Bei unten ist auch fertig. Wir müssen den zweiten Hebel noch aktivieren. Ich stehe so gut, dass ich mich nirgendwo hinstellen kann, ohne euch im Bild zu stehen. Ja, darum habe ich mich ja vorhin hinter euch gestellt, weil ihr standet genau so, dass ich zwischen euch durchgeschaut habe. Ich habe mich nur hinter euch gestellt, weil ich euch heilen wollte, aber irgendwie hat er das nicht genommen. Einmal Munition, wer braucht? Hier durchlaufen. Hier hinten ist ein Munitionskasten für alles. Achso. Soll ich den zweiten Hebel aktivieren laufen oder wer will? Oh, make it. Ich bin dabei. Können wir zu zweit hingehen, nicht dass du da überrannt wirst. Wow. Wie soll man denn da hochkommen? Ah, hier ist auch nochmal Munition. Wollt ihr hierher kommen oder? Weil hier ist Munition. Ich will hier nicht bleiben. Warum machst du genau jetzt hin? soll ich euch abholen oder? Weil hier ist auch Munition direkt bei uns. Dahin kommen wir halt. Das frage ich ja eben. Ob wir hier kämpfen wollen oder ob wir wieder darüber laufen dann. Ich habe auch dreimal was gesagt und generiert. Ich habe keinen Plan, ey. Das ist mir heute zu viel. Wo ich hin muss. Mann. Hoch, ey. Jumpy. Oh,
Braucht noch jemand ein Medkit? Noch einmal voll heilen? Bei mir halt gut. Gut. Soll ich ziehen? Ja, wäre jetzt schlecht. Die kommen ja direkt hinter uns raus. Von links kommt ein Flammi. Ich versuche gerade noch den letzten Sniper zu erwischen. Mach Platz. Ich bin Flammenwerfer, da liegt einer. Oh, unsere Aufgabe ist immer noch, Leute zu zerstampfen. Hier liegt noch ein Medipack, wer noch will. Warte. Yeah. So. Da. Jetzt ist auch Feuer und Flamme. Ja. Heil mal ihm den Opi. Ich muss mal verunten, oder was? Was machst du? Den Opi mal eben anfassen. I'm killing you. Stay still. Danke schon. Juhu. Now none will stand in my way. Hier da. Er hat schon verwinkelt bei den Leuten hier. Ja, Ausgang ist schon. Hätten die nicht mal gerade bauen können? Nee, es wird so einfach. Auch zum Händewaschen. Oh, schon wieder Puppen. Man kommt rein und hört sie schon. Wo kichern die blöden Dinger? Warum ist die Tür hinter uns nicht zugegangen? Vielleicht sehen wir noch zu dicht am Eingang. Jetzt ja. Am Mittelpunkt der Erde? Ganz schön kalt für den Mittelpunkt der Erde. Aber den Stream machen wir jetzt aus, Kinders. Ich weiß schon, wie fühlt sich jetzt nicht wohl. Ich werde mir jetzt eine Pizza in den Ofen schmeißen. Tschüss. Morgen ist Sonntag, wa? Check. Auch schon wieder. Dann hören uns. Und übermorgen ist Montag. Ew. Da bist du jetzt selber drauf gekommen. Wir wünschen euch einen schönen Abend. Wir sind morgen wieder da, Kinders. Tschüss. Udelu.